Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 20 Modifikation Lüdenscheid. Hier mal Linzing wieder die Hauptwache. Ja, dann Leute, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, erstmal Dankeschön und dann würde ich sagen, legen wir los, schauen wir mal, was wir für einen Einsatz reinbekommen. Eddie, gebrochener Arm. Schon wieder ein gebrochener Arm. Okay, passt mal auf. Wir haben ja beim letzten Mal auch einen gebrochenen Arm gehabt. Wir schicken jetzt da mal schon einen RTW hin. Okay. Und dann schauen wir mal, was wir noch für einen Einsatz reinbekommen. Hol Geiselnahme. Oh, eine Geiselnahme. Oha. Okay. Ja, gut. Dann eine Geiselnahme. Tor. Personenfahndung. Geiselnahme. Okay. So. Dann schickt man mal alles hin, was wir so hinschicken können. Okay. Gut. Ja, eine schöne Geiselnahme. Ich schicke mal 2 Funkstreifen. Die eine sperrt hier ab. Die sperrt hier ab. Und hier unten schickt man auch noch eine Funkstreife hin. Die sperrt auch ab, ja. Also dass einfach die Straße dicht ist. Was ist da unten? Ah, okay. Naja gut, so. Wir bestellen mal vorsichtshalber. Wir wissen ja nicht, was passiert. 2 Nevs und 2 RTWs. Jetzt stellen wir einfach mal so in die Seitenstraße hin. So, jetzt kümmern wir uns mal schon um den gebrochenen Arm. So, die machen jetzt mal noch gar nichts. Wir warten jetzt erstmal auf die anderen Einheiten. So, bevor wir aber jetzt loslegen, jetzt transportieren wir den schnell ab hier. Ja, die Straßen sind dicht. Naja gut, das steht jetzt einer unten, aber egal. So, dann machen wir mal eine Verhandlung. Schauen wir mal, was der Geiselnehmer will. Gebäude mit... Okay, SWK. Gut. So. Ja, dann stimmen wir das Ganze mal mit dem SCK. So, die Presse. So viel Zeit muss es sein. Wir brauchen mal ein Pressefoto. Okay, gut. Ja, dann legen wir los. Moment, stopp. So viel Zeit muss es sein. Ab ins Krankenhaus. So, dann Stürmer. Und zwar jetzt. Ja?
Oh hey, da geht's aber ab da drin. Ja, perfekt. Super. Oh, das sind ja mehrere. Gut, dann machen wir Folgendes. Abliefern. Abliefern. Wie viel passen da rein? Naja, 3 Stück, oder? So, sind da noch mehr drin? Sauber. Na, der mag jetzt irgendwie nicht. Muss er wahrscheinlich auf die Seiten gehen. So, jetzt. Ja, okay. Dann stürmen wir nochmal, oder? Oh, ah ja, okay. Verletzte Person. So. Nein, nein, du sollst eigentlich da hinfahren. Wir schicken auch noch hin. Wunderbar. So, was ist jetzt da noch zu machen? Ach, noch welche drin. Aha. Okay. So. Müssen wir die festnehmen oder was machen wir mit denen? Nee. Die sind so befreit worden, oder? Das sind irgendwelche solche, sonstigen Passanten, ne? Okay. Ja gut. Schauen wir mal, was hatten die denn für Verletzung? Schussverletzung Oberkörper, okay. Ist das jetzt eine Geisel oder ist das eine Geiselnehmerin? Wissen wir jetzt nicht, ja. So. Die schicken wir jetzt mal zurück. Die brauchen wir nicht mehr. Weil die können wir ja nicht festnehmen. Also das sind ja, ich schätze mal, das sind normale. Also ich glaube mal SEK brauchen wir nicht mehr. Schickt man die auch mal zurück. Dann sind zumindest mal ja, die Geiselnehmer werden dann abtransportiert. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir die Patientin so schnell wie möglich ins Krankenhaus bekommen. Ich schätze mal, wir brauchen bestimmt Notarztbegleitung. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Oh nee. Wir brauchen Rettungshubschrauber. Oha. Okay, gut. Dann. Na, machen wir hier die Landezone. Und dann bestellen wir einen Hubschrauber. Und Christoph 3. Ja, übrigens noch was, anderes Thema. Die letzte Zeit bekomme ich immer einige Anfragen zwecks, ja, vielleicht zusammen zocken und so weiter. Generell habe ich damit überhaupt kein Problem. Klar, sowas kann man schon machen. Nur bei mir ist es halt echt so zur Zeit, ich bin ziemlich brutal eingespannt. Ich habe echt so viel zu tun und ich muss auch oft sagen, oft habe ich auch gar keinen Bock. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Man arbeitet mal den ganzen Tag und ja, und dann hilfe ich halt nebenbei noch bei anderen Dingen und ja, und dann habe ich einfach gar keine Muse, keinen Bock, dass ich dann hergehe und sage, naja, jetzt noch zocken oder so, ja. Das ist immer ganz schwierig. So ist es bei mir, wenn dann spontan, aber so, dass man sagt, okay, ja, jetzt oder hast du heute Abend Zeit zum Zocken, das ist immer ganz schwierig. Es ist also total schwierig bei mir. Wenn, dann ist das echt eine ganz spontane Sache, dass ich dann sage, ja, okay, jetzt können wir zocken. Also es ist nicht so, dass ich keinen Bock nicht habe oder so. Also ich habe schon Lust, sage ich euch, wie es ist. Aber jedoch, es ist halt bei mir echt ein zeitliches Problem. So. Also nur mal nebenbei so erwähnt, ja. Weil halt in letzter Zeit doch immer Anfragen auch kommen, wie hier zusammen zocken. Also ich mag das ja gerne, Multiplayer. Aber, also, ich schaff's halt einfach nicht, ja. So, wo bleibt jetzt mein Hubschrauber? Machen wir mal ein bisschen Schnelllauf. Wo ist der Hubschrauber? Ah, jetzt kommt er. Muss man immer auf eine Einheit klicken, damit der landet, ja. Der Einsatz doch ein bisschen umfangreicher als gedacht. Ja, die hier können wir mal abziehen. Die werden immer benötigt. Schöner Hubschrauber, muss ich sagen. Das ist ein Bell, glaube ich, oder? Bell heißt der, oder? Oder ist das ein Bell? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht weiß das ja von euch einer. Aber für die Presse. Ganz wichtig. Okay, gut. Dann die Rettung brauchen wir nicht mehr. Hier können wir auch zusammenpacken. So, jetzt können wir danach die Straßen freigeben. Weil der Einsatz ist beendet. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Und wie geht's jetzt? Nicht böse sein, wenn ich halt einfach fast nicht so die Zeit habe. Moment. Jetzt haben wir aber einen Schmank gemacht. Stopp. Moment. Wir müssen ja hier doch die Dinge machen. Warte mal. Polizei. Wir müssen die Landezone auflösen. Ist noch ganz wichtig. Aber bitte nicht böse sein, wenn ihr halt, wenn es hier anfragt, wir hier zusammen zocken und das halt bei mir dann nicht so funktioniert, ja. Also generell, wie gesagt, klar, kein Problem. Aber das muss dann, wenn, dann ist es eine mega spontane Aktion dann, okay? In diesem Sinne, gehabt euch wohl, ich bin draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Servus.